Wir machen weiter mit den anderen Parteien. Heute ist Montag und obligatorisch haben wir die Pressekonferenzen der Parteien. Wir beginnen mit der Linken und den Parteichefs Katja Kipping und Rick Singer. Wir haben ja heftige Auseinandersetzungen in der SPD, die offensichtlich nicht so richtig glaubt, dass ihre Führung ein sehr gutes Ergebnis ausgehandelt hat und jetzt Teile der Führung den Versuch machen, das nachträglich wieder zu korrigieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Versuch wirklich klappen wird. Also wenn man einstimmig einem Sondierungsergebnis zustimmt, wird man es hinterher sehr schwer haben, das wieder wegzukriegen. Ich glaube, das dient alles dazu, eine Mehrheit auf dem Parteitag zu verschaffen. Viele, die das kritisieren, kritisieren es natürlich völlig zu Recht. Also das Ergebnis ist für die SPD kein Grund zum Jubeln. Ich möchte es noch mal an drei Beispielen festmachen. Erstens, gar nichts zum Arbeitsmarkt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Die SPD hat ja eigentlich dort die präzisesten Vorstellungen. Weder was zum Zurückdrängen der Leiharbeit, ganz schlimm, keine Regelung zur Aufhebung der sachgrundlosen Befristung. Also nach wie vor werden die Leute in einer zweijährigen Probezeit und Unsicherheit unterzogen. Gar nichts quasi gegen unfreiwillige Teilzeitarbeit, wo die Menschen nicht davon leben können. Sogar noch eine Ausdehnung der Midi-Jobs, was nichts anderes bedeutet wie gesicherte Altersarmut. Also da hätte man wirklich mehr erwarten können. Wie gesagt, die Anleihen würden wir gerne geben. Also wir haben sowohl Vorschläge gemacht, wie man die Leiharbeit regeln kann. Also die musst du eigentlich verbieten, zurückdrängen. Und du musst zumindest ab dem ersten Tag das Gleiche bezahlen, damit es aufhört, dass Leiharbeiter durchschnittlich nur die Hälfte des Lohnes bekommen. Junge Leute von einer Befristung in die andere reinzuhetzen, ist sozialpolitisch völlig unverantwortlich. Und sollte man dringend beenden. Also man hätte das anders machen können. Das Zweite bei der Rente. Wir wissen alle, eines der größten Themen, die wir haben werden, ist die drohende Altersarmut und die Absenkung des Lebensstandards für viele Menschen durch die Rentenpolitik der vergangenen 20 Jahre. Das festzuschreiben auf 48% ist wirklich keine Leistung, zumal man jetzt erfährt, dass es ohnehin bis 2024 beabsichtigt war. Aber die Verkäuferin wird bei 48% immer noch keine auskömmliche Rente bekommen und die Menschen mit mittlerem Einkommen eben auch nicht. Da hätte man mehr tun müssen, man hätte zurückgehen müssen auf 53%, man hätte Faktoren einbauen müssen, dass die Menschen, die ohnehin eine geringe Rente kriegen, mehr bekommen. All das ist nicht passiert. Und wirklich ein großes und sehr großes Versäumnis. Und beim Arbeitsmarkt noch die Tariföffnungsklausel zu sagen, die Arbeitgeber dürfen jetzt rumspielen mit modernen, flexiblen Arbeitszeitmodellen, ist eine weitere Durchlöcherung der Tarifverträge. Wir leiden doch nicht unter mangelnder Flexibilisierung, wir leiden unter dem Mangel, Leben und Arbeiten in Einklang miteinander zu bringen. Und wir leiden unter dem Problem, dass die Tarifverträge für immer weniger Menschen gelten. Damit hat im Übrigen Schulz Wahlkampf gemacht, dass er gesagt hat, die SPD verspricht, dass wieder mehr Menschen unter die Tarifverträge fallen. Das hätte aber bedeutet, Allgemeinverbindlichkeit zu erleichtern und nicht gar nichts dazu zu sagen. Der letzte Punkt ist Pflege. Oder der zweitletzte. Also Pflege, also 8000 zusätzliche Pflegekräfte zu vereinbaren für die medizinische Versorgung in den Altenpflegeheimen ist wirklich, wirklich das Hinterletzte. Also wir brauchen 100.000 mehr Pflegekräfte in den Krankenhäusern alleine. Man weiß, wie es in den Altenpflegeheimen zugeht. Das ist nicht mehr wie ein Trostpflaster für ein drängendes sozialpolitisches Problem. Und alle Parteien, im Übrigen auch die CDU, haben vor der Wahl versprochen, mehr für die Pflege zu tun. Was wir jetzt haben, sind entweder völlig schwammige Ankündigungen und die einzige Präzisierung verbleiben 8000 lächerliche Stellen. Also unverantwortlich. Und bei der Steuerpolitik brauche ich ja gar nicht auszuführen. Wir haben immer gesagt, wer wirklich in Bildung, Erziehung, Gesundheit und Infrastruktur investieren will, muss eine andere Steuerpolitik machen. Die SPD ist ja schon mit gar keinen Vorschlägen zu einer Vermögenssteuer reingegangen und mit doch sehr
fragwürdigen Vorschlägen zum Spitzensteuersatz. Wir haben immer gesagt, der muss eigentlich später einsetzen, nicht ab 60.000, wo wirklich der Facharbeiter und die Lehrerin betroffen sind, sondern ab 86.000, aber dann kräftiger, damit ich wirklich eine Umverteilung zugunsten der mittleren und unteren Einkommen machen kann. Davon ist nichts übrig geblieben. Also es bleibt dabei, wir sind hier die einzige wirklich linke soziale Opposition zu einer kommenden großen Koalition. Im Umgang mit Menschen in Not und in den Sondierungsergebnissen zur Zuwanderung hat sich die CSU durchgesetzt. Zementierung des Hartz-IV-Unrechts, eine faktische Abschaffung des Familiennachzugs durch eine extreme Begrenzung und eine klausulierte Obergrenze. Kurzum, die SPD hat auf voller Linie in diesen Fragen versagt. Ich möchte das in drei Beispielen ausführen. Zum ersten Thema Hartz IV. Da gibt es keinerlei Andeutungen, dass die Tricksereien, das Kleinrechnen des Hartz-IV-Regelsatzes aufhört. Es gibt keinerlei Andeutung in den 28 Seiten der Sondierungsergebnisse, dass man wenigstens eine Abmilderung der grundrechtswidrigen Hartz-IV-Sanktionspraxis anstrebt. Und auch bei den Kosten der Unterkunft soll es keine Verbesserungen geben. Und dazu möchte ich Ihnen eine Zahl nehmen. Wenn man sich nämlich die Differenz anschaut zwischen den tatsächlich bewilligten Kosten der Unterkunft für die Ärmsten und den Wohnkosten, die tatsächlich anfallen, so gibt es eine große Differenz. Die liegt bei 594 Millionen Euro. Und das ist eine Summe, auf der die Bedürftigsten in diesem Lande sitzen bleiben, weil sie nicht bewilligt kriegen, aber trotzdem bezahlen müssen. Thema Familiennachzug. Das soll ja nun die Aussetzung durch eine sofortige gesetzliche Initiative verlängert werden. Und danach soll im Sommer geregelt werden, dass pro Monat 1.000 Menschen nachkommen können. Ich meine, das ist eine faktische Abschaffung. Und jeden Abgeordneten, der dafür die Hand hebt, den würde ich zu gerne verpflichten, wenigstens mit einem Geflüchteten zu reden, mit einem Familienvater, der sich Sorgen macht um seine Liebsten, um seine kleinen Kinder, seine kleinen Töchter und Söhne und es ist immer in großer Unruhe lebt. Wer dafür den Arm hebt, hebt wirklich den Arm für grenzenloses Leid in Familien. Und der dritte Punkt ist die Asylverfahren. Die sollen künftig in Sammellagern stattfinden. Das heißt, Menschen sollen so lange in den Massenunterkünften bleiben, bis sie eine gesicherte Aufenthaltsperspektive haben. Was heißt das? Verfahren können sich ziehen. Und das dauert nicht nur Tage, nicht nur Wochen. Das heißt also, dass Menschen, die womöglich traumatisiert sind, eine unsichere Perspektive haben, zusammengepfercht in Massenunterkünften weiterleben müssen. Ich sage, das, was dort die Große Koalition plant, ist Sabotage von Integration. Tja, Kritik von der Linkspartei an den Sondierungsergebnissen. Herr Kronberg, lassen Sie uns doch mal auf die Interna innerhalb der Partei der Linken schauen. Da hat Sarah Wagenknecht eine Initiative ihres Mannes aufgegriffen und nach einer neuen linken Volkspartei gerufen oder diese gefordert. Welches Motiv verfolgt Sarah Wagenknecht oder ihr Mann dahinter? Es ist sicherlich vielschichtig. Es ist einerseits sicherlich Ausdruck und Versuch einer Antwort auf die Tatsache, dass das Parteiensystem in Bewegung ist, dass sich viel tut, nicht zuletzt dokumentiert durch den Einzug einer neuen Partei, einer neuen weiteren Fraktion in den Bundestag, dass die zurückgehenden Wahlergebnisse für die Sozialdemokratie, Union, anderes mehr, wenn man sich die Wählerwanderungen anschaut. Wenn man sich die Debatte über Parteienverdrossenheit, Unzufriedenheit, dann merkt man eben, dass innergesellschaftlich hier vieles in Bewegung ist, wie im Übrigen in anderen europäischen Ländern und Parteiensystemen auch. Das Zweite ist sicherlich, dass Frau Wagenknecht sehr nüchtern und kritisch und wie man das kennt auch sehr prononciert die Situation ihrer Partei analysiert, unzufrieden ist. Und da ist natürlich das zentrale Politikfeld das, was zum Schluss Frau Kipping angesprochen hat. Das ist hier zwischen Frau Wagenknecht und einer ganz bestimmten Strömung der Linken mit anderen sozusagen, dass man über Kreuz liegt, dass man eben hier darum ringt, welchen Kurs man denn einschlägt. Das, was Frau Kipping gerade sozusagen für die Partei
erklärt hat, ist sicherlich nicht die Position von Frau Wagenknecht. Sie will ja eine andere Strategie fahren. Und insofern ist das ein Signal sozusagen über die Grenze der Linkspartei hinweg, Unzufriedenheiten in der Sozialdemokratie, vielleicht auch in Reihen der Grünen, so stellt man sich das ja vor, eine Neuformation. Und ob dann das Partei nennt oder, jetzt blicken wir dann nach Frankreich oder in andere Länder, Italien, Bewegung, das soll das Progressive, das haben wir über Lindner gehört, das Progressive, das Fortschrittliche, also. Und natürlich, solche Bewegungen leben ja von einer charismatischen Person an der Spitze. Und da sieht sie sich. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass Frau Wagenknecht, wenn man fragt, wer Popularitätswerte, Bekanntheitsgrad, wer wird eingeladen, wer wird gehört, da ist ja Frau Wagenknecht das Magnet und sicherlich nicht Frau Kipping und Herr Rixinger. Das sind die Überlegungen, das sind die Vorstellungen. Das Ganze stößt sich natürlich an der Tatsache, dass die Begeisterung seitens eben der Angesprochenen sich sehr stark zurückhält, weil natürlich eines klar erkennbar ist, es ist eben auch eine Portion Egoismus hier im Spiel. Vielen Dank, Volker Kronenberg.